Das hier ist der Dance Bluetooth Vakuum Speaker von Raiko. Er kommt in einem schicken Design, einer Ausgangsleistung von 3,5 Watt und einer Akkulaufzeit von 8 bis 12 Stunden. Und natürlich kommt der kleine Lautsprecher auch nicht alleine. In der Verpackung finden wir neben einer kleinen Aufbewahrungstasche für nach dem Hören noch ein USB-Ladekabel, um den Lautsprecher aufzuladen. Außerdem liefert Raiko noch ein paar kleine Bedienungsanleitungen mit. Ich würde sagen, wir schauen uns den kleinen Dance Bluetooth Vakuum Speaker mal ein wenig genauer an. Direkt auf der Oberseite ist der Firmenname Raiko eingraviert. Darunter sieht man in blau gehalten die Membran des Lautsprechers. Wie auch bei den Vorgängern lässt sich der kleine Lautsprecher wieder durch eine Drehbewegung öffnen. Dadurch entsteht in der Innenseite der Membran der sogenannte Vakuumeffekt. Kommen wir jetzt zum Highlight des kleinen Lautsprechers. Denn dieser besitzt, wie der Name auch schon sagt, eine Bluetooth-Funktion. Diese lässt sich über diesen kleinen Schalter steuern. Dank der Bluetooth-Funktion kann man außerdem mit dem Lautsprecher telefonieren. Dafür ist an dem Lautsprecher ein kleines Mikrofon eingebaut. Musik hören kann man mit dem Dance Bluetooth Vakuum Speaker entweder über die eingebaute Bluetooth-Funktion oder aber über die Line-In-Funktion. Das Line-Kabel mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss ist ganz einfach auf der Unterseite verstaut. Musik über eine Bluetooth-Verbindung zu hören ist denkbar einfach. Man sagt dem Lautsprecher ganz einfach, er soll seine Bluetooth-Verbindung aktivieren. Eine blaue LED auf der Unterseite fängt an zu blinken, sobald die Verbindung hergestellt werden kann. Als nächstes aktiviert man die Bluetooth-Verbindung auf seinem Gerät. Schon nach kürzester Zeit wird der Bluetooth-Speaker erkannt und man kann ihn ganz einfach koppeln. Jetzt braucht man nur noch eine App, ein Video oder einen Musiktitel zu starten und der Sound wird über den Bluetooth-Speaker wiedergegeben. In meinem Test funktionierte das Koppeln nicht nur mit Apple-Geräten, sondern auch mit Geräten der Android-Fraktion. Auch hier lässt sich der Bluetooth Dance Vakuum Speaker ganz einfach mit den Geräten koppeln. Dank des kleinen Rädchens auf der Vorderseite lässt sich nicht nur Musik starten und stoppen, sondern auch vor- und zurückspulen. Außerdem kann man direkt zum nächsten Lied wechseln. Wie auch vorhin schon mal angedeutet, lässt sich mit dem kleinen Lautsprecher auch telefonieren. Den Lautsprecher beim Telefonieren hört sich sehr gut an. Er ist teilweise sogar besser als normale Lautsprecher von Handys. Und auch das eingebaute Mikro konnte mich überzeugen. Der Dance Bluetooth Vakuum Speaker. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Lautsprecher. Ich benutze ihn fast täglich zum Musikhören, aber auch zum Telefonieren. Das Mikrofon und auch allgemein die Soundqualität des Lautsprechers konnten überzeugen. Na klar, mit einem Preis von knapp 45 Euro ist der Lautsprecher nicht gerade billig. Aber für diesen Preis erhält man einen gut verarbeiteten, perfekt aussehenden Lautsprecher mit schöner Soundqualität. Ich empfehle den Lautsprecher allen denen weiter, die einen kleinen, komfortablen Lautsprecher für unterwegs suchen. Ich bin, wie gesagt, rundum zufrieden mit dem Gerät.